Unser Planet besitzt zwei Seelen, ein äußeres und ein inneres Antlitz, eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Die Schattenseite erstarrte in ewigem Eis. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Alles entwickelte sich prächtig. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. So, hi ho und herzlich willkommen zu meinem zweiten Projekt. Wie ihr schon sehen könnt, spielen wir Terranigma, ein Spiel für Super Nintendo. Diesmal kein Jump'n'Run, sondern ein Rollenspiel. Und ich glaube, ich kann sagen, es ist wirklich mein absolutes Lieblingsspiel für Super Nintendo. Und ich würde sagen, wir fangen auch sofort damit an. Zuerst brauchen wir einen Namen für unseren Helden. Im Original heißt er Ark. Ja, ich weiß nicht, was ihr von diesem Namen haltet. Ich fand ihn immer relativ, das ist total bescheuert. Aber ich dachte mir, es ist der Originalname, von daher lassen wir ihn mal so. Den Namen, den man selbst eingibt, kann übrigens eh nur maximal 5 Buchstaben haben. Also man ist ja sehr eingeschränkt. Nun denn. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Ja, wir haben es kapiert. Versunkene Kontinente. Immer noch. Danke. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt sich das Wetter deine Träume vergessen. So. Es beginnt damit, dass wir aufwachen in unserem Bettchen und ein nettes Mädchen, Melina heißt sie, uns am Morgen begrüßt. So, hier ist ein Buch, da kann man speichern. Damit sollten wir gleich mal anfangen. Wow, wir haben schon 0 Minuten und 0 Sekunden gespielt. 0 Stunden. Wow. Und das hier ist natürlich unser Held, unser Hauptcharakter, unser was auch immer. Was ich immer ganz witzig finde, auf diesem Titelbild und auch auf diesen offiziellen Bildern im Spieleberater und so, hat er immer rote Haare. Aber ich finde, er sieht total blond aus im Spiel. Blond mit so einem roten Stirnband halt. Aber naja.
Lag of Doom, wo auch immer der jetzt herkam. Erkunden wir erstmal die Gegend. Hallo! Na, Ark, hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Nein, hat sie nicht. Tja, und du? Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit weinte? Die Oberwelt. Ja, ja, wir haben schon viel gehört von, verschiedenen Welten. Im Vorspann bereits. Hallo, Küchenfrau. Hallo, Ark, du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Den da. Ja, wie auch immer ich ihn dir geben soll. Ich kann ihn über dich drüber schmeißen. Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Oh mein Gott, wieder in Ketten legen? Ah. Klauen wir die Äpfel. Ark, das habe ich gesehen. Hilfe. So, verschwinden wir besser. Hallo. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen. Doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Hä? Okay, Kumpel. Ach ja, bevor ich es vergesse, der alte, weise Mann möchte dich sehen. Oh, der alte, weise Mann. Dann erkundet mir mal weiter das Haus. Er muss ja wohl irgendwo hier sein, wenn wir nicht rausgelassen werden. Hallo, du. Ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in die Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ein echter Abfahrer? Okay. Hallo, Typi. Bist du der Zwillingsbruder von dem da unten? Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Ark. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Die blaue Tür? Hallo? Hilfe! Okay, das war nicht unser Name, aber es waren Stimmen. Gruselig. Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Tja, hast du aber nicht. Jetzt bin ich noch zu diesem Blauhaarigen da hinten. Der aussieht wie der Blauhaarige im Nebenzimmer. Meinst du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen? Nichts da, sie ist unsere Freundin. Dann gehen wir weiter nach oben. Ark, tritt näher. Na gut. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Wow, jetzt haben wir die unglaubliche Auswahl zwischen Entschuldigung und Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich habe Entschuldigung angeklickt. Aber es ist einfach über mich gekommen. Ich habe mit den Hühnern Fußball gespielt. Dabei ist es passiert. Dann geh jetzt und entschuldige dich bei den Webern, klar? Ach Mann, ich hab doch nur Fußball gespielt. Ja, unser Held ist wohl ein kleiner Raufbold. Kisten, Schatzkisten. Halt! Wer hat dir erlaubt, die Truhe zu berühren? Ah, come on, das ist ein Rollenspiel. Ich will Truhen öffnen. Ach. Dann müssen wir jetzt also in die Weberei und uns entschuldigen. Christa! Ja, unsere Anfangsstadt, unsere Heimatstadt und hier tollen Seifenblasen in der Luft. Huhu. Erkunden wir die Gegend. Da ist ein Schild, das wir nicht lesen können. Yay! Ein Haus. Huhu. Ein Orakel. Hehehe, Ark, du? Ich werde in deine Zukunft schauen. Magic. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Nein, wirklich. Die Orakel sind sozusagen dafür da, wenn man im Spiel mal nicht so genau weiter weiß, dann kann man da hingehen und bekommt so einen kleinen Tipp. Ein Kürbis mit Gesicht. Dieser Weg war umsonst. Ja, entsprechend der Kürbis. Was auch immer er da hinten tut. Warum auch immer er da rumliegt. So, hallo Angler. Rede mit mir. Ruhe, ich angle. Och, Menno. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Okay, Drogenkind, Hilfe. Hier sind zwei Läden, da gehen wir später erst rein mit einem abgespaceden Huhn auf dem Dach. Okay, das ist halbwegs beruhigt. Hallo? Oh, ich stehe auf deinem Fuß, tut mir leid, Kumpel. Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Ach was, die kriegen nur Gesichter davon, sie mutieren ein bisschen. Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. So, wollen wir mal ein bisschen unserem Ruf nachgehen und ein bisschen randalieren.
Kürbisse zerstören. Muahahaha. Ob ich den Typen abwerfen kann? Muahahaha. Das empfiehlt ihn aber überhaupt nicht. Und diesen Salatkopf oder was auch immer zerstören wir auch noch. Und den und den und den und uhu. Ja. Hallo, Kind. Oh, ich stehe auf dir drauf. Entschuldigung. Ark, hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Na los, spring doch mal. Spring, spring, zeig's mir, wie hoch du springen kannst. Boah, guck mal, kann ich auch. Ahaha. Tja. Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Ark. Tja, das hättest du wohl wirklich gerne. Auf ins nächste Haus. Die Mühle. Hallo, Mühlmann. Rede mit mir. Hallo, ich bin Jensu, der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Wow, cool. Und du bist ein Angestellter, oder was? Oh, du bist es, Ark. Ich habe gestern zu viel getrunken. Ugh. Nun habe ich einen dicken Kopf. Ich trinke nie mehr. Ja, ja, wetten doch. Zerstörungswut. Huhuhu. Entschuldigung. Dann ist hier rechts noch ein Raum. Das ist eine riesig große Mühle mit, wow, ein Tisch mit 3 Stühlen. Yay. Awesome. Hier kann man noch nach oben gehen. Diese Krüge wegwerfen und dann können wir diesen tollen Schalter und klack. Jetzt steht die Mühle still. Ohohoho. Sind wir nicht böse? Hallo Müller. Die Mühlräder stehen still. Wie konnte das passieren? Tja, großes Mysterium. Mal gucken, ob du die Lösung finden wirst. Ja, ja. Jetzt bin ich ein böser Held. Hier hinten gibt es einen See. Mit nichts weiter. Dann gehen wir hier rüber. Zwillinge, hallo. Mama sagt, man sei an ein Versprechen aus einem früheren Leben gebunden. Ark, waren Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde? Warum weiß das ganze Dorf von uns? Wir warten auf Melina, sie wird später mit uns spielen. Schön für euch. Hallo Mann, der am See steht. Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie mein Spiegelbild. Es sieht aus wie Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat? Das Kapitel hieß doch versunkene Kontinente. Bestimmt sind sie alle in diesem See. Lasst uns reinspringen. Uah, geht nicht. Naja, hätte sein können. Hallo, Junge. Hey, Ark, spiel mit mir. Nein. Keine Lust. Ich gehe lieber in das Haus hinein. Oh, du siehst aus wie die Küchenfrau bei mir zu Hause. Ark, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krüge zertrümmert. Wie kommen sie denn auf die Idee, Krüge zu zertrümmern? Wer würde so etwas nur tun? Hallo, Mädchen. Schnief, schnüff. Oh, Ark, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ich träumte, jeder hier würde sich in Eis verwandeln. Schnief, heul. Schnief, schnäuf. Ja. Deswegen liegst du im Bett und weinst, oder was? Ach, Mädchen, das war doch nur ein Traum. Ich darf nicht nach draußen gehen. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Der ist ganz schlimm. Davon kriegen Kürbisse Gesichter und mutieren. Äpfel. Ach, das habe ich gesehen. Oh mein Gott, du redest genau wie die Küchenfrau in meinem Haus. Bestimmt sind es Zwillinge. Garantiert. So, ich glaube, das war das letzte Haus, was es in diesem Dorf gibt. Abgesehen von dem großen Hero, wo wir absichtlich noch nicht drin waren. Was könnte hier nur sein? Was fehlt uns denn noch? Überraschung, Überraschung. Die Weberei. Hallo. Ark, ich hörte von deinen Taten. Du solltest dich entschuldigen. Oh, ich habe nur Fußball mit Hühnern gespielt. Du schon wieder. Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Okay. Ich hatte Sehnsucht nach Melina. Deshalb bin ich hier. Unglaublich! Du scheinst deine Untaten kein bisschen zu bereuen. Na gut, entschuldigen wir uns halt. Ach, wollen wir mal nicht so sein. Bla, 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 bla. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du,
Die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Na gut. Ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen. Oh mein Gott, wir werden rücksichtsvoller sein. Versprochen, versprochen. Das hier ist Melinas Zimmer. Ja, sie hat einen Teppich und einen Schrank und einen Tisch mit einem Ding, Bling, 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 Ding drauf. Und noch einen Tisch und einen Webstuhl. Cool, was? So, dann hier drüben. Hier sind noch die ganzen armen Mädchen, die arbeiten müssen, während die Chefin da drüben rumhockt. Was ich tue, ich sticke kleine, nette Bilder auf Kleidungsstücke. Cool. Was ich tue, ich sticke kleine, nette Bilder auf Kleidungsstücke. Aha. Was ich tue, ja. Und du? Melinas Webstücke scheinen besondere Fähigkeiten zu besitzen. Ich möchte einmal eine Kunstweberin werden, so wie Melina. Ja, du bist eh schon einzigartig von den Vieren hier, weil du die Einzige bist, die was anderes sagt. Hallo, Küchenhilfe. Rede mit mir. Hallo, Ark. Melina befindet sich unten. Sie soll etwas für den Waisen weben. Aha. Betten. Da rennen wir drin rum. Uhuhu. Okay. So, hier haben wir noch ein cooles, unnötiges Dach, auf dem es nichts gibt. Uhuhu. Aber wir können runterspringen. Ganz episch. Und hier sind Hühner. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Hallo, Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Hühnchen, 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 Hühnchen. So, ich würde aber sagen, das war es erstmal für den ersten Part von Terranigma. Wir haben uns die gesamte Stadt bereits angesehen, haben erfahren, dass unser Held ein bisschen, naja, unschöne Sachen macht. Er zerstört Kürbisfelder und spielt Fußball mit Hühnern, die er dann in die Weberei treibt und die dann totales Chaos verursachen da drin. Aber gut. Mal sehen, ob er noch zu einem richtigen Helden werden wird irgendwann. Wir haben Melina kennengelernt, unsere Wohlfreundin, von der auch irgendwie alle wissen hier im Dorf. Aber naja, ist ja ein kleines Dorf, da spricht sich das schnell rum. So, beim nächsten Mal müssen wir dann wieder in unser Haus und dann geht's erst richtig los. Also dann, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, ciao, ciao!